Okay, bist du bereit für diese Quest? Die mit dem Namen Waldverschlinger Groß Yagras. Der Groß Yagras ist gelbgrün gestreift und hat die unangenehme Angewohnheit, seine Beute komplett zu verschlingen. Du weißt, was zu tun ist. Wir müssen ihn finden und erlegen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Spähkäfer. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Solcher Treffer ein, wirst du betäubt und damit bewegungsunfähig. Klar, das Monster ist gefährlich, aber wir müssen es erforschen. Für die Wissenschaft. Der Hammer ist eine mächtige Nahkampfwaffe für kraftvolle, aufgeladene Angriffe direkt in einem Monster. Wenn du dich festkrallst, kannst du dich weiterhin bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Du kannst jetzt mit jeder Waffe neue Kombos ausführen. Also sieh dir die Jägernotizen mal wieder genauer an. Hey, diese Büsche sehen wie ein perfektes Versteck aus. Achtung, deine Gesundheit ist niedrig. Halt auf Distanz und nutze einen Trank. Mit dem Gesundheitsbooster kannst du eine Funktion platzieren, der darauf Gesundheit heilen. Siehst du? Die Stelle, die du getroffen hast, ist jetzt verwundbarer. Die Störkäfer verstecken sich, sobald der Kampf beginnt. Vergiss das nicht. Du kannst die Schleuder auch einsetzen, wenn du deine Waffe gezogen hast. Warte auf den richtigen Moment und schieß.
Schwellenwerfer an den Weg weisen. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Hier auf Abstand, ich benutze einen Wetzstein. Jawohl! Du bist auf dem Monster! Jetzt kannst du es zu Fall bringen! Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Du kannst Sprungangriffe benutzen, um auf Monster aufzusteigen. Das Ziel ist ganz schön schwer zu fassen.
Wirf einen genauen Blick auf die Karte und achte auch auf die Spähkäfer. Okay, lass uns die zerlegten Teile zur Basis bringen und deine Ausrüstung verbessern oder neue herstellen.